Mit Hochgeschwindigkeit reiten wir auf Orossi auf zur nächsten Mission. Und zwar zur Familie Gray. Und da geht's wieder um die Familienzwistigkeiten. Ne, ihr erinnert euch ja wahrscheinlich an diese Familienzwistigkeiten zwischen der Familie Gray und der Familie Braithwaite. Und wir mischen uns da natürlich gerne ein, denn wir wollen die beiden Familien gegeneinander ausspielen. Und jetzt ist es wieder an der Zeit, das zu tun. Pferdefleisch zum Abendbrot. Well, looks like you boys had some trouble. Yeah, we had some trouble. Bad trouble. What you want? Oh, I was supposed to meet some business partners here. They arranged a meeting, I believe. Fellow with a scar and a Mexican? Yes, sir. Out by the stables, I think. Thank you. And, sorry for your troubles, friend. Ja, die Troubles waren nämlich folgendermaßen. Wir haben denen hier die Tabakpflanzen abgebrannt, die ganze Plantage. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, zufälligerweise. Ja, und das war wirklich ein Trouble, denn wir haben das undercover gemacht natürlich. Und alle denken jetzt, die Familie Braithwaite hätte die abgebrannt, diese Tabakplantage. Denn die beiden Familien Gray, wo wir hier auf der Farm sind, und die Familie Braithwaite, die konkurrieren miteinander. Das sind riesige Rivalen. Und wir wurden auch von der Familie Braithwaite dafür angestellt. Aber wir probieren sie jetzt beide auszuspielen, die ganze Familie, und dann daraus Kohle zu machen. Da bin ich mal gespannt, ob das gut geht. Das wird bestimmt eskalieren. Und fettes Danke an die Silberente an dieser Stelle nochmal. Willkommen in der Crew, Silberente. Danke für deinen Zap. Men getting killed. Just who are you? And have you met my partner, Arthur Morgan? No. I met your son, the sheriff. Okay. Mr. Gray here was saying how he had problems with a family. A family of degenerates. Oh, well, nobody likes degenerates. Hag and her inbred sons. They ruined this county. They killed my uncle, you know. That ain't right. Problem is, we can't be seen to get too close. And? We've got gold, Yankee. We've got gold. I ain't no Yankee, friend. I ain't nothing. My daddy came over on the boat from Scotland. I'm Scottish. And the Braithwaites? Goddamn peasants. I don't know. Mongrels. Slave fuckers. All you gotta do is look at them. How much gold? Enough. These are prized horses I'm talking about. Them, they'll get you 5,000. 5,000? For horses? Easy. Where do we sell them, these $5,000 horses? Over in Clemens Cove. Fellow over there will run them out of state and give you 50 cents on the dollar. Mister, you got yourself a deal. Just keep us away from this. Publicly, I mean. My sense is we keep all horse wrestling away from the public. Stables on the south side of the manor. That's where they keep the thoroughbreds. Krasse Mission wieder. Okay, wie gesagt, wir wollen die beiden Familien miteinander ausspielen. Der Typ ist von der Familie Gray. Ich muss sagen, die Familie sind. Braithwaite ist mir sympathischer. Auf Anhieb, spontan gesagt. Krasse ist ja, dass da noch zwei verliebt sind von den Familien. Die Kinder sozusagen sind ineinander verliebt. Crazy old fool. If he only knew we just torched his tobacco crop. That was you? The old man was cursing the Braithwaites about that. Burning rich folks' property? Sean was like a pig in shit. I'm sure. 5,000 for horses. They must be rich. Yeah, he doesn't know what he's talking about. But if we get even a third of that, it'll be worth it. Ja, und wir arbeiten ja undercover auch noch für den Sheriff als Sheriff. Das ist so lustig. Den Sheriff blasting in there. We'll make them think we're there looking to purchase. Three armed men? You'd be armed if you were about to spend 5,000 on horses. We should go in the back way, though. Avoid too many questions. Und der Lord Baal sagt, ich sehe Sarazar schon hängen, wenn man ihn erwischt. Oh, ich hoffe, die erwischen uns nicht. Und fettes Dank an den Turbosultan, der wünscht uns allen irgendwie einen schönen Abend. Den wünsche ich dir auch, mein Lieber. Und euch anderen natürlich auch hier. Careful. There
there's a guard. I'll speak to him, okay? All right, then. Can I help you, gentlemen? Yeah, we're here to see about some horses. Horses? Yeah, we had an appointment with Mr. Braithwaite, I believe. Yeah, I never heard about any of this. Our partner wanted to make a significant investment in some stables down here. But perhaps we should look elsewhere. Well, okay then, look, head on up to the stables. Someone will come see you. Mmm. Das sieht interessant aus. Das Ding ist, sie kennen uns ja beide, die Familien. Ne? Also unser Gesicht, das ist auf jeden Fall jetzt wanted. Aber die beiden Familien werden ja wahrscheinlich dann denken, sich gegenseitig die Schuhe in die Schuhe schieben. That's it. Nice and easy. No need to rush. We don't want to draw any unnecessary attention. Ja, das ist ein guter Ratschlag. Und das Problem ist nur, ich glaube, das geht in die Hose. Die werden irgendwann rausfinden, dass wir dahinter stecken und dann werden sie uns beide jagen, beide Familien. Alright, I think that's the stables just up ahead. Heads down, play cool. Head around the front, hitch up there. Wir können jetzt auch kein Halsband oder Halstuch anziehen, hier Maske und so. Alright, let's hitch up here. Ist zu auffällig. Okay, Leute. It's good, girl. Let me do the talking. Seid ihr bereit, Männer? Lasst uns reingehen. Seid ihr bereit da draußen bei Twitch? Lasst uns reingehen. Bei YouTube, lasst uns reingehen. Yeah. Da hat's ja yeah. Emote. Hello there. Can I help you, boys? I hope so. Heard you got some horses. We always got horses. Fine horses, I mean. I don't get you, friend. Yeah, you do. Come on. Listen, why don't you get out of here? You, Scarface, and your greaser buddy. Whoa! I don't like officials. We ain't officials. We're connoisseurs, looking to do some breedings. Come on now, partner. Okay, fine. Follow me. These here's mainly the studs available for purchase or for working. That's what you're interested in. What is your boys interested in? We represent a famous stable and stud farm from Saratoga. Is that so? Unofficially. Of course. This here's Cerberus. Here you go, boy. Cerberus is a real reliable stud. Fathered many a race winner. This ich guck mir das erstmal an. Oh, he was a champion, schönes Pferd. Briefly, till he hurt his leg, didn't you, boy? Ach. Amazing runner, though. Ist ja schade mit dem Bein. He's up for sale for a decent price. Okay. I'll probably sell him to you if you made the right offer. Hm, verstehe. And this here is Old Father Time. Old Father. Aha, greaser, huh? Okay. Bandana's on. Don't need nobody recognizing us. Na gut, dann machen wir es halt so. Alright, I'll grab the white one in the middle, you get the other two. Ganz ruhig. Relax, boy. Come on. Good boy. Easy. Easy now. Easy there. Marston, you're gonna tether him up to Javier's horse. Okay. Javier, you're gonna lead the stallions. Einmal streicheln, ne? Ja, ganz ruhig jetzt. Okay, Leute. Jetzt raus hier. Der hat sich beruhigt. Können wir gehen? Wir können. Rossi, du kommst natürlich auch mit. Marston, you ride point. I'll cover up the back. If there's any problems, we regroup at Clemens Cove. Okay. There, boy. Okay, wir müssen noch weiter rausführen. What are you doing? Let's go, quick! Oh oh. Get going, you two! What the hell are you doing? Stop! Stop! We're being robbed! I
Okay, der ist umgeritten worden. This is a robbery. More coming this way. Out of the fields. Guten Pferde. Touch. Yeah. Jetzt geht's los hier, Freunde. Sorry, man. Diese wunderschöne Allee. Er ist mal umgeritten, Alter. Okay, da kommt einer von hinten, der will auch noch mit uns spielen hier. Was zur Hölle? Was machst du hier? Oh, schöne Pflanze. In der Zeitlupe. Und nochmal. Vorsicht, Bäume, Leute. Ihr seid doch wahnsinnig mit so vielen Pferden auch noch. Wieder die da durch, meine Wüste, du. Geht das aber gut hin? Das ist eine geile Mission wieder, Leute. Ich dachte erst, wir reiten auf den Pferden weg, aber die wollen dann doch alle. Oh! Anderes Thema. Oh nein! Rossi, verdammt! Du musst schnell wieder hoch. Schnell wieder hoch. Welches Waffe haben wir hier? Bolt Action will ich. Oh nein, voll das Pferd geschossen. Ach du Scheiße. Zum Glück hat er das schon mal das Bein kaputt. Boah, geil. Mit dem Lasso, ihr seid der Psycho. Ganz ruhig, Kleiner, ganz ruhig. Muss ihn erst beruhigen. Naja, ganz ruhig. Boah! Okay, scheiße. Der will nicht mit uns. Hinterher nochmal. Mein schöner Hut! Du bist schuld, Mann. Du bist schuld. Du bist schuld. Oh. Bleibst du jetzt ruhig? Nee, nee, nee. Und jetzt nicht von hinten. So, jetzt aber. Der Araber. Das ist ein Araber. Ah, cool. Sehr bekannte Pferde. Ah, müsste jetzt eine kleine Info kommen. Oh, sehr schnelles Pferd. Wirklich flott unterwegs. Sind eine überlegene Pferderasse, die oft reichen Besitzern gehört. Mhm. Der konkave Kopf. Den sind edle Rösser. Okay, den haben wir auf jeden Fall. Ja, mehr Info. Wir brauchen jetzt nicht alle anderen Infos. So, weiter geht's. Bringen wir erstmal hier. Hat der uns weggekickt, ne? Hat der uns weggetreten, ey. Weggetreten vom Pferd. Clemens Cove is just over there. Come on. Let's get this over with. Well, that could have gone smoother. That'll be on my gravestone. Rossi. You think they look like they're paying $5,000 for horses? I guess we'll see. Da kommt Rossi. Mann, ist das schön hier. Guckt euch das mal an, Freunde. Ja, war das erste Mal, dass wir fett vom Pferd getreten wurden. Boah, wie schön das einfach nur aussieht, oder? Guck mal hier mal so einen Blick hier kurz. Lasso können wir auch mal raus von der Hand nehmen hier. Aber das brauchen wir nicht.
Ach, sowas mag ich ja. Sonnenuntergänge und so sind immer damit das Schönste überhaupt, oder? Hier dann noch ein schönes Naturpanorama. What you boys want? Heard you was, heard you paid good prices for horses. Oh, we'll buy more or less anything, Pop. That's so? Sure, Pop. I'm Clay Davies. That's my brother Clive. We're twins. John, Arthur, Javier. So what are you? Cuban? No. I don't like Cubans. That's so? Maybe. Why, what do you care? You ain't Cuban. Maybe I like Cubans. Ooh, you're funny. He's funny. Ain't he funny, Clive? Clive don't talk. We're twins, but I was born first. He came out all yellow and black, but he's okay. Sure. Yeah, I know these horses. They ain't yours. But I like you, and I'll give you... I can give you 650 for them. I was told we could get up to $5,000 for them. And I was told the moon was made of ladies' tears. Only it ain't true. Not one little bit. But... I like you boys. But I ain't got more than 700 on me. You want it, or you want to ride them fellers into town, and maybe someone there will hang you. We're gonna need more than that. I ain't got no more money, Pop. Here, take it or leave it. Uh-huh. All right. You goddamn fool, Marston. Ain't no one around here got $5,000, boys, but nice meeting you. See you boys again, I hope. Come on. Yeah. Close the gate, Clive. Na, das hat sich ja gelohnt. Believe the yarn spun us by one of that Gray family and imagined we was gonna be wonderfully rich. At the end of it, we felt like prize idiots. Ja, und jetzt können wir uns entscheiden, liebe Freunde. Sollen wir uns den Bart abrasieren oder sollen wir uns, sollen wir den weiter wachsen lassen? Wir haben ja bisher immer schön wachsen lassen, ne? Ich sehe ja noch schon Kommentare hier, Arthur sieht aus wie ein Waldschrat und so. Ja, der Bart ist langsam schon, also die Haare lasse ich ja gerne, wenn den schon aus eigenem Interesse lang. Ich finde das auch cool, da steht immer auf so längere Haare, ne? Ja, der Bart, ey, der könnte langsam mal wieder, ne? Nein, schreibt Flipper Gossi, nein! Okay, sollen wir ihn noch dran lassen? Weiter wachsen lassen? Okay, wachsen lassen. Ein bisschen vielleicht. Der Bart muss ab. Ein bisschen geht noch. Ja, wir haben ja nicht viel Kohle dafür gekriegt. Ne, da geht ja noch was, da geht ja, Dima, da geht ja immer noch was an die Bande von dem Anteil. Deswegen muss man das halt auch noch einberechnen, theoretisch. So, wir können mit dem Kirin theoretisch auch noch was angeln gehen. Ansonsten haben wir, werfe ich noch mal einen Blick auf die Karte, glaube ich, das meiste erledigt. Ja. Da vorne haben wir auch nichts mehr, ne? Ne, ich glaube, wir sind ziemlich gut unterwegs, so, was Missionen angeht. Ein paar fremde Personen haben wir natürlich auch schon getroffen. Sogar jemanden aus dem Keller befreit und so weiter. Das war ja mal eine gute Tat. Und ich würde sagen, dann machen wir mal hier weiter direkt mit Mikas neuester Action. Okay. Blessed are the peacemakers, for they shall be called... Hey, Molly, where's Dutch? Well, however it goes. I'm not sure all that line of thought serves you or me very well. That's because, Cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. No doubt. Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson! Ain't you curious? I guess. Gentlemen. Dutch, you tell him, fat man. It's peace, Dutch. The O'Driscolls. I mean... I think there's a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. I met a couple of the O'Driscoll boys on the road in the town, and things were about to get ugly. But you know how I am in a fight, huh? Like a cornered tiger. Anyway, somehow it didn't, but we got to talking, and they suggested a parlay to end things like gentlemen. Gentlemen. Combe O'Driscoll. Have you lost your minds? You're always telling us, Dutch.
Do what has to be done, but don't fight wars ain't worth fighting. They want a parley? It's a trap. Well, of course, it's probably a trap, but what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap, you shoot the lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's a chance you gotta take. I killed Combs' brother a long time ago. Then he killed a woman I loved dear. As you say, it's a long time ago, Dutch. Let's go. You and me, with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. Fine. Das wird heikel. Das wird echt heikel, Freunde. Und auf Maika ist auch nie Verlass. Da kann man sich auch mal sicher sein. So, ich würde gerne mal wieder hier. Was haben wir denn? Wo haben wir denn unseren? Oh, nice. Da haben wir uns mal diesen Kokain-Kaugummi gegeben, ey. Zur Abwechslung. Let's go. Wo ist denn mein. Ah, jetzt kann ich ihn wählen, okay. Ja, der Hut, der muss ja mit. So. Leute, ne, haben wir noch verloren. Wollen wir nicht mehr verlieren. Beim Pferdetritt abbekommen. Und jetzt geht's hier auf Koks zur nächsten Mission. Mit Kokain-Kaugummi. Whoa there. You know, I've been fighting Combs for so long now. I can barely remember a time when it was different. And you're still fighting him now. Make no mistake of that. Here he goes. Doubting Thomas. Is there any plan you ain't sour on? Maybe you're right. Just nervous. Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had Pinkertons coming after us. Because of Blackwater. And Leviticus Cornwall and his private army. Then who knows when this local hillbilly thing will come to a head, hmm? And we really afford to be fighting on all these fronts, and O'Driscoll. There is wisdom in that. I hope so, gentlemen, but like I said, I'm nervous. Look, you ain't even going to be the one in danger. We'll get on over there, find a nice perch for you to settle into. You got that rifle, don't you? Yeah, yeah. Then me and Dutch walk right in to the lion's den. With you to cover us, hmm? Okay. Just keep calm, unless I give you a reason not to. Oh, we'll be fine. We got you. I will do my best. Oh, my dear and trusted friend, with you watching over me, I would walk into hell itself. As would I. Das Lustige ist ja an dieser Sache, Kokain war zu jener Zeit noch nicht verboten. Wurde sogar am Anfang, ganz am Anfang der Coca-Cola wirklich auch, war es enthalten. So als Fun-Fact mal für zwischendurch. So, und jetzt steht da vorne die nächste Mission an. Oh, das kann. Hey, up there. Oh. Man on the ridge. Oh, Driscoll's from the look of them. I don't like having eyes on us. We're close. You'll be the eyes soon enough. Maybe he's right, Dutch. Maybe I have pushed too hard. Got us into situations that could have been safer. I see all those mouths we gotta feed, and I dream too big. Caring too much. That's my problem. Caring too much? There's no such thing. This is horse shit from both of you. It might be. Maika might be full of shit. Combs O'Driscoll might be full of shit. The promise
of this great nation. Man created equal. Liberty and justice for all. That might be nonsense too, but it's worth trying for. It is worth believing in. Can't you see that, friend? I don't know. Try. All I ask is you try. Dutch ist auf jeden Fall der romantischste Gangster, Westernheld, Anti-Held, wie auch immer. All right, cowpoke. You're gonna peel off up ahead. We'll be meeting down on the plain. Find a spot just above us where you can keep an eye on things. All right, all right. However this shakes out, let's aim to meet back at the fork in the road afterwards. We'll be there, partner. Okay, auf zum Beobachtungspunkt. Das sieht mir nach einer Scharfschützennummer aus. Und ich bin ja so schlecht mit dem Analogstick im Zielen. Ach, jetzt Maus und Tastatur, Leute. Geh vorsichtig, hier liegen viele Felsen rum. Ich will jetzt nicht noch einen Unfall bauen. Boah, es sieht nach Spannung aus. Was denkt ihr? Wird diese Situation eskalieren oder nicht? Oh, guck mal. Kommt der Geier nochmal lang gerampelt. Da reiten sie, die Jungs. Sure. So, how's your gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. Hmm? How's that coming along? Just fine. Hmm. How's that score you stole off us? Which one? Oh, I like that. It's like I said, this is a charismatic leader. A lot of heat on us this time. Both of us. Whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to bring you in. Why didn't you take it? Well, still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies, Dutch Vanderlyn. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Ach du Kacke. Das ist schlecht. Hello, sugar. You ain't dead, is you? Not. I don't know. Colin's got a sense. Handing him over to the law. It's, I don't know. Strange times. They killed Seamus. Fuck the whole lot of them. With this fella, Colin's right. We can draw them all back. True. Where'd Colin and Patrick head off to? In a town, I think, to speak to the law. That... He's escaping! Shoot him! Ach du Scheiße. Did I kill you? Oh, not yet. No, of course not. Not yet. But I will.